Telefonprank-Video von mir und meiner Großcousine Sarah so krass gut gefallen hatte, dachten wir uns, wir machen es nochmal. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, für mich bei den Olympics abzustimmen. Bitte klickt auf das Video, welches sich unten in der ersten Zeile in der Infobox befindet. Klickt das Video an, guckt es euch bis zum Ende an und falls ihr es noch nicht gesehen habt und noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, dann tut es bitte jetzt an dieser Stelle. Schaut euch das Video so oft an, wie ihr möchtet und teilt es am besten auch euren Freunden, denn nur dann wird sich mein Freund die Haare blau färben, beziehungsweise bunt färben und das natürlich vor laufender Kamera, damit ihr es alle sehen könnt. Natürlich nur im Falle, wenn ich wirklich gewinnen sollte. Ich glaube an euch und ich glaube jetzt auch an uns. Boah, ich hab Schiss. Ich hasse das, Menschen zu verarschen. Unter dem letzten Video standen sehr, sehr viele Vorschläge von euch, die wir eben in dieser Folge, ne? Von daher ist jetzt die Aufgabe für Sarah, ruf Daniel an, mein Freund, und geb dich bitte als übelst krassen Fangirl aus, ja? Also du bist so ein übelst krasser Dynamites Live, Daniel on Tour Gucker. Du liebst ihn so sehr und hast jetzt deine Nummer herausgefunden. Und was du aus dem Rest machst, ist wurscht. Schaffst du's? Mhm. Daniel, ist der Daniel? Ja. OMG! 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 Alter, ich guck dich immer auf YouTube. Ich bin voll der Dynamites Live-Fan. Ich verfolg dich überall. Das ist unsere Verarsche wieder, ne? Nein! Oh mein Gott! 100% bist du! Nein! Oh Mann! Das war eigentlich voll gut. Das war voll gut, du Arsch! Alter, alles, was wir mit Daniel machen, fucken wir mal. Ja. Okay, tu so, als wärst du ein Junge und mach mit Romina Schluss. Die hat doch gar keinen Freund. Trotzdem. Okay. Ja, hi Romina, hier ist der Frederik. Ja? Ja. Frederik. Frederik. Hm? Warte mal, weißt du noch? Wir waren so im Club und dann habe ich dich so klar gemacht. Was? Also im Club? Club? Nein, warte, ich wollte nur Tacheles reden, so, weißt du? Also läuft nicht mehr. Ich mache jetzt einfach Schluss mit dir, okay? Aha, okay. Alles klar, bist du ein Pedo? Was, Pedo? Du bist genauso alt wie ich. Ah, alles klar. Ich wollte nur sagen, ich liebe dich nicht mehr, okay? Ja, nun? Was machen wir jetzt? Ich mach Schluss mit dir. Du hast mich verletzt. Ja, jetzt mach ich Schluss mit dir. Okay, ciao! Ja, auf Wiedersehen. Oder auch nicht. Hä? Ist sie noch dran? Scheiße. Ich will, dass du jetzt deine Mutter anrufst und ihr sagst, also deine Mama weiß ja, dass du hier bei mir bist, ne? Mhm. Sag ihr, weiß ich nicht, irgendwie du hast dir in die Hose geschissen oder irgendwie sowas ähnliches. Denk dir einfach irgendwas aus, damit du deine Mutter verarschst und ihre Mutter ist einfach die geilste. Ich wette sogar damit, dass ihre Mutter sie auslachen wird. Hallo? Mama? Ja, hast du angerufen? Ja. Ja, warum? Ja, ich sitze hier schon fast eine halbe Stunde auf der Toilette rum. Ich hab mir in die Hose geschissen bei Sandra. Bist du doof? Ja, und? Was dann? Ja, ich hab mir in die Hose geschissen. Meine komplette Unterhose ist voll. Ja. Und, was machen wir dann? Du sollst vorbeikommen und mir neue Sachen holen. Ich kann doch so nicht rumlaufen, das klebt doch am Arsch fest. Ja. Na dann, ich bleib. Ich hab so mega Durchfall. Das ist sogar an der Hose. Ja, dann tschüss. Bis nachher. Tschüss. Sag ihr doch, dass du dich verarscht hast. Und sie ist so geil. Bist du dumm? Mama? Das hast du mich nur verarscht, ne? Du musst stoppen! Hast du mich nur verarscht, ne?
Ja, sie hat dich nur verarscht. Ja, alles klar. Jo, tschüss. Tschüss. Die Mutter ist so cool. Sie einfach... bist du dumm. Und dann, wie geht's weiter? So geil. Ich möchte, dass du Lina anrufst und sagst, dass du von einer Fanmeute verfolgt wirst. Zuschauern von mir? Ja, von Zuschauern. In der Stadt? Ja. Die wird mir das niemals glauben. Ich habe mir da was überlegt und einen Eimer dazu geholt. Also ich hoffe, dass ich es durchziehen kann. Hallo? Ja, hi, ich bin Sandy. Erste? Sandy! Hi! Hi, du, ich hab... warte, ich erzähle dir das jetzt. Ich war gerade beim DM, ne? Ja. So, und dann waren da schon so Zuschauer von mir, so voll viele. Und dann bin ich... Ja, genau. Und dann, dann bin ich raus und dann wollte ich dann die Stadt runter zu Weltbild, also da gegenüber ist ja, glaube ich, Weltbild. Ja. Und dann waren da noch mehr. Und dann waren das so viele, dass da so voll viele waren. Und dann bin ich weggerannt, weil die auf einmal angerannt kamen. Und dann bin ich, lach mich nicht aus, sondern dann bin ich, jetzt bin ich am Kirchplatz dahinter und bin in eine Mülltonne gehüpft. Kannst du mich hier rausholen? Oh nein! Ich bin gerade unterwegs! Du lässt, ich bin jetzt weg. Du lässt mich doch nicht wirklich in der Mülltonne sitzen, oder? Nee. Oh komm, was machst du denn? Ja, da kann ich doch nichts für, wenn die meine Videos gucken. Ach scheiße, ey. Ich komme gleich. Okay, danke. Ich bin da jetzt gerade auf der Terrasse, dann fahren wir nach Hause und dann komme ich, okay? Okay, danke. Bis dann, Scheiße, ja. Jo. Bis gleich. Jo, bis gleich. Tschüss. Jetzt kommt wieder Herz ab, denn... rausgeholt. Oh, dann tut mir das voll leid. Ja? Lina, ich hab dich doch nur verarscht. Ach, ehrlich? Mama und ich haben uns gerade auf der Chat über dich lustig gemacht. Ach, ihr Ärsche. Tut mir leid. Willst du irgendwas zu den Zuschauern sagen? Können. Ja, ich weiß, aber wenn ich wirklich in eine Mülltonne springe. Nee, dann dachte ich mir auch so, okay. Also keine Sorge, du musst mich nicht abholen, ich bin zu Hause. Falls euch das Video gefallen hat oder beziehungsweise falls ihr lachen musstet, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt uns weitere Telefon-Prank-Aufgaben unten in die Kommentare, damit wir das beim nächsten Mal machen können. Und hier gelangt ihr zu unserem letzten Telefon-Prank. Sie macht das so gut. Und wir sehen uns da beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!